Die Grüezi, Servus und Hallo, gell? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Minecraft Ultra Hardcore. Diese Staffel, in der wir es schaffen werden, den Enderdrachen zu besiegen. Irgendwann in Folge 10.000, wie Jan und irgendwas. 10.000, okay. Und mit dabei sind, wie ihr schon gehört habt, Items of Sacred und Ladies First, Flocke natürlich. Hi. So funktioniert das nicht, danach dann Ladies First zu sagen, aber. So ein. Nein! Warum? Ah! Besser, okay. Ja, ich habe ein gutes Schnurren aufgenommen. Flocke, wo gehen wir hin? Schönes ich heute. Ich weiß nicht, ich suche gerade Items, weil wir weitergehen wollen. Ich weiß nur nicht, wo. Ach so. Oh, ich bin absolut so in Istanbul. Ich bin wirklich auf der Suche nach Oxeye Daisies und hätte danach damit euch versucht zu regroupen. Okay. Regroupen. Flocke, wollen wir da auch einfach auch nach Dings suchen? Ja, also wir sind. Katze, in welche Richtung bist du gerannt? Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin in eine Richtung gerannt und dann habe ich zwischendrin gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wo ihr euch befindet. Wir nehmen die Sugarcanes mit. Ja, das ist immer gut. Nimm du die mit? Flocke, wollen wir ein bisschen uns auf dem Wasser da aufhalten, neben Boot machen und dann auf dem Wasser ein bisschen herumfahren? Theoretisch, ja. Hast du einen Ofen dabei? Ja, beide. Gut. Sehr schön, dann kommen wir voran. Von den Zuschauern wurde es gewünscht, dass ich die Facecam ein bisschen größer mache. Ihr seht, die ist jetzt ein bisschen größer für solche Folgen. Ich glaube, dass es ab und zu mal zur göttlichen Reaktion kommt. Aber dazu müsst ihr das Projekt einfach gucken. Genauso auch bei Katze. Und Flocke dürft ihr auf Twitch abonnieren, da freut es sich auch. Wenn ihr noch ein Prime übrig habt, sowieso, ja? Genau. Abonnieren, ich habe absichtlich abonnieren gesagt. Ja, also Flocke, Prime bei Flocke lassen, gerade im Dezember, ist immer super. Würde sie niemals zulassen, aber das ist so. Einfach machen, Leute. Nee, das ist. Das ist halt. Das ist Flocke. Darf ich vorstellen, das ist Flocke? Aber Flocke freut sich doch über ein Abonnement auf Twitch, oder? Ja, das freut sich auch, aber die würde niemals dran sitzen und sagt, hey Leute, abonniert mich. Das ist einfach nicht Flocke. Flocke? Deswegen sitzt Katze dran. Deswegen sitzt Katze dran und sagt das. Hey, abonniert Flocke. Auf Twitch mit Prime. Brave Katze. Wollen wir die haben? Wenn du rechts und links verwechselst? Ja. Ja, wer rechts und links verwechselt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja, rechts und links. Lauli, geht an dich. Schick dem den Timestamp in dem Video. Was Jo gerade gesagt hat. Jo hat dich gefrontet gerade. 2:45. Ja, Jo hat dich gerade gefrontet in der Folge. Ich hab's genau gesehen. Wie? Was? Hä? Ja, Lauli hat eine unglaubliche Rechts-Links-Schwäche in jeglichen Spielen, die wir miteinander spielen. Oh Gott, der Arme. Und auch im Real Life. So, Gamescom, man trifft sich, ich sage, ich gehe Presse Ost rein. Ja, okay, ich komme jetzt Presse Ost, steht Presse Nord. Wo bist du? Ja, Presse Ost. Wieso bist du nicht Presse Nord? Taxi the Joecraft nimmt eine Flocke mit. So, wir starten das Taxometer. Ein Diamant. Zwei Diamanten. Ach so, Diamanten. Vier Diamanten. Fünf Diamanten. Keine halben Sechs Sachen. Diamanten. Zwei Abos Diamanten. Auf Twitch. Acht Diamanten. Ach, die Pauschale habe ich noch nicht zugerechnet. Aus Versehen. Aussteigspauschale, 10 Diamanten. Wir sind bei 15. Ja. 17. So, wir sind jetzt auf großen Gewässern. Wir haben einen anderen Tarif. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wir zählen ab sofort nur noch die Blöcke, die wir uns vorwärts bewegen. Flocke, du baust hohe Schulden auf. Scharf? Brauchen wir erstmal nicht, aber wir können hier an Land gehen und weiter laufen. Wir können das Schaf immer theoretisch laufen. Auch umklatschen, so ist es nicht. Brauchen wir hier die Leben oder so? Oder das Leben? Lass uns mal bitte in das Birch-Bio. Flocke, lass uns mal bitte angewöhnen, ja? Ich meine, du bist jetzt in Time, hast du den Film In Time gesehen? Ja. Du hast es nicht nötig zu laufen, du hast alle Zeit der Welt, aber nur ein Leben. Okay? Richtig. Wir haben es nicht nötig zu laufen. Flocke, nicht so schnell. Dankeschön. Ah ja. Ah ja, ja. Ich glaube, so ist das im echten Leben auch. Ich stehe vor meinem Bett. Ich will schlafen. So, spammen, Leute. Wer eher im Bett ist. Als erstes im Bett ist, der gewinnt. Die Taxikosten. Ja, der muss die Taxikosten übernehmen. Ja, komm, geh, heier. Legen. Am besten. Jetzt wollten wir uns gegenseitig trollen, nice. Ja, lol. Jetzt hast du beide dein Gedanke, oh mein Gott. Gewehr. Das ist mir noch nie passiert. Das ist geil. Ja, wir beide haben genau den gleichen. Alter, super. Wir hätten den gleichen Gedanken. Und die Richtung. Und ich habe Oxeye Daisies.
Was? Du hast Oxide Daisies? Ich habe Oxide Daisies. Minus 520, 128. Minus 520, was war das andere? Minus 520, 100 ungefähr. So, da bin ich jetzt gerade. Okay. Das ja, ist da auch noch direkt, das ist wieder so ein Plains-Biom. Ich bin da gerade noch am Rumdackeln. Ich sammle gerade jegliche Oxide-Daisies ein, die ich dort finden kann. Ein bisschen weiter rechts halten. Ich hab... Ja. Aber erstmal die minus 520, aber genau. Die Dinger nerven. Nee, so perfekt, so ist perfekt. Einfach weiterfahren. Das ist unser Bootsantrieb hier. Der Omnomnom-Antrieb. Hm. Warum ruder ich eigentlich die ganze Zeit? Nein, ich ruder nicht. Ich sitze nur dumm drin. Das Boot rudert von alleine. Dann, dann, da, dann, 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 dann. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Snape. 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 Dumbledore. Snape. Harry Potter. Ja, jeder diesen Kack immer kennt. Das ist lustig. Oh, servus, grüß dich, hallo. Hallo, geh. Ja, ich krieg das nicht hin. Das war einfach nur schlecht. Okay. Ah ja. Genau, ein bisschen weiter links halten jetzt. Links. Ja. Sag nochmal die Koordinaten, Katzi. Minus Fleisch. 700, Fleisch. 100. Fleisch. Lauf doch nicht weiter. Ich sammle gerade die Oxide Daisies ein. Das ist eine große Fläche. Lecker. Fein. Oh, der 1.15 ist seit neuestem so, dass auch kleine Kinder spawnen. Das sind Hundis. Das Problem, wenn ich beide Hände an der Tastatur habe, kann ich nicht die Samples hier aufnehmen. Obwohl hier manchmal schöne Momente sind. Aber so ein Schreien habe ich schon von Revi. Okay. Ich habe das Boot übrigens. Hast du das Boot? Okay. Ja. Aber wir müssen hab ich gerade ein Skelett gehört? Habe ich gerade ein Skelett gehört? Ich habe auch eins gehört. Noch mehr Hundi. Weiter in die Richtung. Guck mal, da ist das Bitch-Biom, wo er ist. Das Bitch-Biom. Das Bitch-Biom. Da hinten. Unverschämtheit. Family-friendly Flocke. Flocke, immer. Flocke, friendly. Flocke, deswegen nimmt keiner mehr mit mir friendly. Auf, weil die ganzen Videos, die monetarisiert werden. Das ist soweit korrekt. Es ist soweit korrekt. Und ein exzessives Röpsen in den Folgenanmoderationen ist ebenfalls ein extrem großer Faktor. Das mache ich nicht. Stimmt, das war ich. Was? Was hat's gesagt? Wurstsaft. Wurstsaft? Wurstsaft. 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 Blutwurst. Mögt ihr Blutwurst eigentlich, liebe Zuschauer? Nö. Nein. Gut, alles klar. Mann, du hattest mich jetzt auch nicht angesprochen, aber ich kann das Video potenziell ja auch anschauen. Ich sehe mich da jetzt selber als Zuschauer in dem Moment. In erster Linie freue ich mich aber. Für Mehmet! Mehmet-Wurst! Mehmet! Ah ja. Das hat immer so einen Hall im Hintergrund. Das ist immer so ein. Moment. Flocke, sei nicht so schnell! Ich lauf ganz normal. Also wenn du da nicht hinterherkommst. Sei nicht so schnell, hör auf, dich zu bilden. Immer diese Anforderung. Guck mal, hier ist dein Grab schon. Oh mein Gott. So. 3 Uhr nachts in Minecraft. Oh. Okay. Nein. So. Ja. Wir haben gerade ein Kreuz mitten. Jeder, der gerade morgens am Morgen Kaffee dran sitzt und denkt sich so, jetzt erstmal eine entspannte Runde, ultra hardcore. Und dann hat er auf einmal mittendrin noch auf einmal die Chipmunks im Ohr. Bin mir sicher, die Leute werden es lieben. Ey, Leute, kennt ihr dieses... Ich bin da geblieben, wo ich gesagt habe. Minus 700, 100. Minus 700, 100, ja. Flocke, können wir mal geradeaus weitergehen. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn man auf den Bürgersteig geht und vor dir ist eine Person, die ist aber nur 90% so schnell wie du, aber damit du die Person überholst, musst du halt weitaus schneller gehen, vielleicht sogar schon rennen und das triggert dich einfach die ganze Zeit, weil vor dir ein kleines bisschen langsamer als du ist. Kennst du das? Kenn ich nicht. Aber du willst diese Person nicht überholen, weil dazu musst du schon so richtig, da musst du schon laufen. Ich bin die Person, die man überholen möchte. Naja, ich bin die Person, wenn ich das merke, dass das passiert, dann melde ich mich vorher an. Also sage wirklich, Entschuldigung, darf ich kurz durch? Boah, selbst wenn da noch Platz ist, weil sich die Leute bei mir, weil ich relativ lautlos laufe, man sollte es kaum glauben. Hallo, da ist Lava, nicht in die Lava springen. Hallo. Weil ich relativ lautlos laufe, ich dachte gerade schon, jetzt läufst du mir in die Fresse. So einfach mit dem Schwert auf mich zukommen. So, Armer Koi, Batsch!
einmal umgehauen. Okay, von hier aus können wir theoretisch weitergehen. Ich würde in das Plus-Biom vorne gehen. Ja, würde ich auch sagen. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Bitte mach nicht den Fehler. Bitte schlage keinen Hund, Jo. Nur als Information an dich. Nicht, weil ich Hundis so sehr mag, sondern die sind Rudeltiere und die kommen alle nach dir dann. Ja, und die beißen dich auch alle. Hallo. Hundi, 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 Hundi. Okay. Das ist creepy. Finde ich weiß, dass es creepy ist. Hallo, Hundi. Ich habe ihn geschlagen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist dein Ernst jetzt, oder? Wollt euch nur ärgern. Vor allem macht er direkt wieder einen Battlelock so. Ich wäre jetzt wegen dem Battlelock saurer gewesen, als wenn er den Hund geschlagen hätte. So. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, oh nein. Ja, sonst hättet ihr es mir nicht geglaubt. Hey, wo bist du denn? Ich hätte dir geglaubt, dass du deinen Tod wie ein Mann genommen hättest und nicht gerelockt hättest. So. Ich erwarte auch das nächste Mal, wenn du stirbst, dass du kein Battlelock. Ja, ich bin alleine im Wald und hab Süßigkeiten. Menzel und Grete verliefen sich im Wald. Dann da kam die Katze von der Seite und schrie. Fleißenflocke. Grüezi, Servus und Hallo. Katze auf dem Katzenklo. Grüezi, Servus und Hallo, geh. Da unten ist eine Spinne. Beißt die? Jetzt gerade nicht. Vielleicht zurück. Okay. Zombie. Zombie. Definitiv Zombie-Steps. Hundertprozentig. So 197,4826. Mini-Zombie, Gottes Willen. Nein, nicht Mini-Zombie. Er hat mich auf Akro. Er hat mich auf Akro, kein Problem. Wir machen das. Ach so. Deswegen, das ist kein Problem. Einfach ins Wasser, dann hast du genug Zeit zu zielen. Okay, Jo. Er hat immer noch Akku auf mich. Ich will den Achievement haben. Du spamst ziemlich, Jo. Wenn du wartest, bis die Leiste sich auffüllt, machst du wirklich auch Schaden an dem Ding. Schön. Da ist der Status. Ja, ich bin Monster Hunter. Wow. Sehr gut. Gibt's auch als Spiel. Sehr gut. Kann sein. Ja. Machen wir weiter. Da ist noch Kohle. Hier ist noch irgendwo ein... Ich habe kein Baumaterial. Flocke, gib mir mal irgendwie was zum Bauen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe kein Material, mit dem ich bauen könnte. Gib mir mal. Mehr. Dann. Okay, das ist eine längere Mine. Ich werde nicht weiter runtergehen, ohne dass wir nicht alle ein Schild haben. Okay. Dementsprechend. Aber ich hab noch ein bisschen Eisen jetzt. Das wäre super, wenn wir da drei Eisen hätten. Dann könnten wir die für Schilder investieren, genau. Ja, haben wir. Machen wir das, Leute. Kurz welche. Gute Idee. So, dann. So. Boah, ich habe mich sogar noch an das Rezept erinnert. Sehr gut. Flocke hier. Flocke smart. Einmal für Jo, einmal für Flocke, einmal für Katze. Ich muss eine schon direkt essen. Yam, yam. Schon eine Heilsuppe. Also aufpassen. Hier ist ein Schild. Den wollte ich, ja, da Flocke hatte schon einen. Ja, ich habe einen. Ja, dann Items. Gut. Habe ich. Dankeschön. Okay, bewaffnet so, bis an die Zehenspitze. Voll geheilt. Dorf suchen. Nächste Tour, Dorf suchen. Ja. Möglichst zusammenbleiben und Dorf suchen. Das sind braune Pilze, wollen wir die mitnehmen? Nimm immer mit. Alles, was du so findest an der Sache, immer mitnehmen, ja. Du hast sie gerade eiskalt ignoriert und bist weitergerannt. Ja, er hat aber wahrscheinlich auch zwei Stacks. Ich habe mehr als einen Stack mittlerweile, ja. Oder? Habe ich mehr als einen Stack? Nee, ich habe ungefähr einen halben Stack gehabt in dem Moment. Aber ich hatte schon eine Menge Oxide Daisies noch im Inventar. Mir wurde aber auch gesagt, wenn wir hier dieses komische Dingens, was die Bäume machen, diesen, wie heißt Bone Meal? Der Boden hier? Nein, der Boden hier, wie heißt der? Der hier. Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst. Wenn wir das haben können, da können wir Pilze draufpacken, Bone Meal und dann wachsen große Pilze. Ach, eine der Theorie funktioniert das, deswegen sollten wir auch Spruce Saplings theoretisch mitnehmen, weil dann können wir jederzeit Pozzolen machen. Oh, man kann Silk Touch. Sehr cool. So, letztes Mal haben wir es noch nicht mehr hingekriegt, eine Dia-Rüstung zu machen. Wir wollen ja voll enchanted Dia-Rüstung. Ich glaube, ab dann wird das Spiel auch ein bisschen angenehmer, ne? Mit Dia-Rüstung fängt es an, angenehmer zu werden. Ab dem Moment, wenn wir im Nether waren und ein Regeneration Potion theoretisch haben oder mehrere Regeneration Potions haben, wird das Ganze sehr angenehm. So, Dinge, die ich jetzt auf 100%iger Basis nicht brauche, sind Lilypads. Die Light Grey Wall, 3 Stück, würde uns theoretisch ein Bett geben, ein weiteres. Das lassen wir. Nehmen wir mit. Eier brauchen wir eventuell zum Repopulaten. Okay. 1 Spruce Sapling haben wir. 1 Spruce Sapling reicht, um uns theoretisch nach oben zu trainieren. Okay. Ich laufe jetzt weiter. Ich war gerade noch an der Stelle, wo ich gerade abgebaut habe. Ich laufe einfach gerade weiter aus. Stopp, schlafen. Ja, also da ist ein Fuchs vor mir.
Wo Füchse? Greifen die an? Nein. Ja. Nein, ne? What does the fox say? Ciao. Was der Fox says? Ja. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao, Leute.